Also wenn ich anfangen soll, müsste ich zuerst mal sagen, das, was ich jetzt sagen werde, ist natürlich eben meine Reflexion über die Gründung des ATW5, weil leider ist keiner der Gründer hier am Tisch, oder? Und so in der Tradition des ATW5 würde sicher einer von den Gründern sagen, aber ganz so war es nicht, oder? Das ist völlig normal, das gehört natürlich zum ATW5 auch. Das heißt, das ist eigentlich schon von Anfang an immer eine interne Diskussion über sich selber gegeben hat, oder? Das aber die Gruppe eigentlich nicht in Frage stellt. So, das also. Jetzt, wenn man geschichtlich die Sache anschaut, so viel ich also von der Geschichte weiß, ist ja so, dass die Gründer des ATW5, die saßen zusammen im Büro von Hans Brechbühler. Hans Brechbühler war ja einer der bekannten Schweizer Architekten der 30er Jahre, der den Krieg sozusagen überlebt hat. Weil man muss sich auch darüber Rechenschaft geben, dass während der Zeit des Nationalsozialismus man auch in der Schweiz eine recht reaktionäre Stimmung hatte. Oder? Das lief damals unter dem Begriff Heimatschutz. Oder? Und Brechbühler, genauso wie Witwer in Basel, wie andere Architekten der Schweiz, waren die, die eigentlich sozusagen die Fahne der modernen Architektur hochgehalten haben. Und in den frühen 50er Jahren, wenn man irgendwo zu jemandem gehen wollte, war Hans Brechbühler natürlich eine Adresse. Also nach dem Krieg war es ja so, dass einiges an Schweizern ging nach Frankreich, sehr viele gingen nach Skandinavien, das war damals eigentlich das Land, wohin man ging, und eben zu Architekten wie Hans Brechbühler. Hans Brechbühler selber hatte bei Corbusier gearbeitet und er hat ja an der am Studentenheim für die Schweizer Studenten in der Südi-Universität in Paris mitgearbeitet, hat dann in den 30er Jahren den Wettbewerb für die Gewerbeschule in Bern gewonnen und die Gewerbeschule dann auch gebaut. Und die ist ja ohne jeden Zweifel eines der wesentlichen Werke der modernen Architektur in der Schweiz. Also im Büro von Hans Brechbühler, da war Alfredo Pini, das war Rolf Hesterberg, das war Erwin Fritz und das waren Hans Hofstetter. Die waren eigentlich dort sozusagen als technisches Büro. Von das waren mal vier, der fünfte, das war Samuel Gerber, der war in Brasilien. So viel ich weiß bei Reidi, aber ich könnte mich täuschen, das war also. Jetzt versagt mir mein Gedächtnis ein bisschen, es gab zwei bekannte Architekten, nein, bei Burle Marx war er so gestorben. Also der mit den berühmten Gärten. Ja. Gerber war bei Burle Marx, aber Gerber hatte mit Pini angefangen zu studieren an der, jetzt heißt es Fachhochschule, damals hieß es das Technikum in Biel. Und die haben beide das Studium geschmissen. Ich habe gefunden, das lohnt sich eigentlich nicht. Gerber ging dann nach Brasilien und Pini wollte zu Corbusier. Und Corbusier, der hatte gerade keine Position. Und er hat ihm gesagt, komm, also schau dich mal in die Schweiz um und so kann man eigentlich zu Brechbühler. Hans Hofstetter, Erwin Fritz und Rolf Hesterberg, die kamen aus dem Technikum in Burgdorf. Also saßen die viermal dort und dann gehen so Geschichten um. Hans Brechbühler hatte wenig zu tun nach dem Krieg, ist auch klar. Also der Begriff Kulturbolschewik, den gab es auch in der Schweiz. Oder? Der wurde auch angewendet für solche Architekten. Oder? Und die Leute haben wenig zu tun und dann haben sie Wettbewerbe gemacht, und zwar für sich selber, die durften zwar während der Bürozeit nicht, oder? Die machten dann die Wettbewerbe am Abend im Büro und der Brechbühler kam und brachte ihnen dann Sandwich zum Essen. So, also Hans Brechbühler war eine recht komplexe Figur in diesem Sinn. Oder? Und da kamen die auf die Idee, man könnte was machen. Und die wollten irgendwas realisieren und die reisten durch also in den Gegenden von Bern rum, bin ich da auf seiner Vespa, ohne Schuhe, oder? Das sind auch so, alles so Anekdoten, aber ich finde es noch schön, so Anekdoten am Anfang. Oder? Und suchten ein Terrain und die fanden dann die Waldlichtung, wo jetzt die Hallensiedlung steht. Oder? Und da beschlossen sie dort, eigentlich könnte man für sich selber Häuschen bauen. Also das ursprüngliche Projekt war eigentlich fünf Villen
Für fünf Architekten. Für fünf Architekten, oder? So ein Traum mit das Architekt. Und dann war das doch zu blöd, einfach so fünf Häuschen zu bauen. Und jetzt kommt natürlich Corbusier rein und auch die Architekten kümmert BH haben sich sehr um Corbusier interessiert. Und das hat so ein bisschen zu tun, dass wenn man in der Nachkriegszeit irgendwo hinreiste, gab es zwei Möglichkeiten, entweder in Paris oder in den Süden. Es gibt dann in den 80er Jahren den berühmten Spruch, nieder mit den Alpen, freien Blick aufs Mittelmeer. Oder? Aber irgendwie ging es damals schon so. Also mir selbst war es auch so, klar, also sobald man Ferien hatte, hopp, dann ging es halt über die Alpen nach Italien oder nach Spanien oder nach Griechenland. Oder? Es käme niemandem in den Sinn gekommen damals, nach Norwegen oder Finnland zu gehen, obwohl das natürlich eigentlich kein Fehler war, aber es ist so. Also die ganze, sagen wir, mediterrane Architektur mit der Stimmung der mediterranen Architektur, die sicher viel zu tun hat auch mit dem Ausspruch von Corbusier, l'architecture sur le savant de volume sur la lumière, ne? Also die ganze plastische Angelegenheit und auf der anderen Seite die große Dichte der Anlagen im Süden, also ob man jetzt durch Florenz oder durch Pisa oder durch Lucca, durch irgendeine der ganzen Städte zieht. Oder, das heißt, diese Art von dichter Erscheinung war sicher eine große Wichtigkeit. Und die dritte Erscheinung, die man eigentlich als selbstverständlich anschauen musste, war natürlich die Altstadt von Bern. Oder? Das wurde nie so gesagt, oder? Aber es war eine tägliche Erfahrung. Und aufgrund von diesen drei sagen wir, Haupterscheinungen und der gewissen Beobachtungen auch von Sachen, die Corbusier gemacht hat, und dann muss man vielleicht Folgendes sagen, wenn man Atelier 5 von Corbusier spricht, dann ist das nicht Corbusier unbedingt aus den 30er Jahren, sondern das ist der Corbusier eigentlich der Kriegs- und Nachkriegszeit. Man interessiert sich weniger für die Villa Savoye, man interessiert sich viel mehr für die Häuser Neuilly bei Paris oder für das Haus für den Mathematiker am Bodensee und so weiter. Und in diesem Kontext ist natürlich Robert Roque Cap Martin, also die Vorschläge, die für die Sainte-Baume gemacht wurden in Südfrankreich, waren von Wichtigkeit. Und Halen ist dann als Idee irgendwo in diesem Bereich dann konzipiert worden. Oder? Da wurde also ein Projekt entwickelt, während die Leute bei Blechbühler noch waren, oder? Haben dann beschlossen, das wirklich zu realisieren, sind von Blechbühler weggegangen und hatten das erste Büro hier oben auf Heinz Hildmir, weißt du, vor der Tankstelle im Mont-Bichou war, Muswatstraße in Estrich war das erste Büro. Das waren also die vier Leute von Blechbühler, Samuel Gerber, der aus Brasilien zurückgekommen war. Und dabei war auch die Christine Heimgartner, die war später Partnerin, die war Lehrtochter bei Hans Blechbühler gewesen. Die haben sie auch gerade mitgenommen, oder? Die hat dann dort gearbeitet. Oder? Das heißt, Blechbühler hatte zu dieser Zeit nichts zu tun. Hatte nichts zu tun. Ja. Das habe ich eben gehört. Das war das Problem. Oder? Weil die saßen wirklich dort und hatten nichts zu tun. Ja. Das war ein schwieriges Problem. Und dann wurden sie, die Hallensiedlung wurde dann als skizzenhaftes Projekt gemacht. In dieser Zeit, so viel ich weiß, waren auch Teile der Leute des Atelier 5, also Herr Rolf Hesselberg war dabei und Pini war dabei, die waren in Vorlesungen bei Karl Hofer. Karl Hofer ist ein Kunsthistoriker, der hat damals Vorlesungen gehalten an der Universität Bern, oder? Und er hielt Vorlesungen über Städtebau der Zähringer Städte, das war eine Spezialität, aber auch die moderne Transformation von Altstädten. Oder? Es gibt bei uns eine schöne Zeichnung. Oder? Auf dem WC. Auf dem WC, ja. Da sieht man ein neues Projekt in der Altstadt von Bern. Aus einer, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, es ist eine korbusianische Architektur. Ja, nein, nicht im Kleinen. Eine korbusianische Architektur mitten in der Altstadt von Bern. Oder? Und also das Projekt kam dann zustande und dann war das Problem, wie kann man sowas überhaupt realisieren? Und da gibt es zwei Geschichten. Die erste Geschichte, die hatte damit zu tun, dass die Leute sagten, sowas kann man dann realisieren, wenn man irgendwie in einem Verein bekannt wird und so weiter.
Und da haben sich beworben in Bergen. Das gibt es also genau jetzt in Bergen in Deutschland, gab es auch in Bergen hier in der Schweiz. Und sie wollten dem Bergbund beitreten. Damals war der Vorsitzende des Bergbundes Alfred Roth und ein wichtiger, ich weiß nicht, ob er Sekretär war, aber es war eine wichtige Position, hatte Niklas Morgenthaler. Und die wollten den Bergbund und wurden dort sozusagen zurückgewiesen. Sie sind abgeblitzt im Bergbund. Und nach dieser Sitzung, wo die Leute dort eintreten wollten, sich beworben haben, kam Morgenthaler aus der Sitzung raus und sagt, es sei das Beste, was er je gesehen hat, das wird realisiert. Und Niklas Morgenthaler, in dem Sinne war eigentlich der Sechste in dieser Gruppe, der wurde außerordentlich wichtig nachher für die Realisierung der Siedlung Haren. Er hatte natürlich, als der Vater von Niklas Morgenthaler war einer der doch recht wichtigen Schweizer Maler direkt vor dem Krieg, also das war so nach den Spätimpressionisten gab es da so eine ganze Schule, die Balaton gehörte dazu und so weiter. Und die Frau von Ernst Morgenthaler, dem Maler, das war Sascha Morgenthaler, die ist bekannt mit allen den Puppen, die sie gemacht hat. Und sie war eine Bildhauerin. Und die Eltern von Niklaus, die hatten natürlich Beziehungen zu gewissen Leuten in Zürich, oder? Das war, das gehört einfach zum Kunstzirkel und zu allem dem, was um den Kunstzirkel rum war. Und da war eine Person dabei, die von der Wichtigkeit ist, das ist der Pater Alte Steiger, oder Heffelmoser Steiger, das war eben auch eines der sozusagen modernen Büros noch aus der Vorkriegszeit, die überlegt hat. Und Morgenthaler ging dann mit dem Projekt von Atelier Fünkler, da bin ich da dabei, zum Steiger und sagte, schau mal, da hat so Jungs, die haben das ganz prima gemacht, hilft doch denen das zu realisieren. Und Steiger, der nahm dann die ganze Bande unter den Arm und ging zu seinem Freund Ernst Göhner. Also, Göhner, das war ein Mann, der hat angefangen mit Küchenbau, Fenster- und Türenbau in Zürich, der aber nachher ein großer Investor geworden war, oder? Und hatte schon damals einiges Geld. Und der alte Morgenthaler ging scheint zu Göhner, respektive Steiger ging zu Göhner und hat gesagt, hör mal, mach endlich mal was Vernünftiges in deinem Leben und realisiere die ganze Geschichte. Oder? Und das hat dazu geführt, dass Göhner hatte dann Interesse daran gekriegt. Und zwar, das war noch ganz interessant, Göhner war damals schon sehr, er hat sich beschäftigt mit Vorfabrikation und mit Wohnungsbau. Oder? Und die ersten Überlegungen damals waren, es ist möglich, dichten, flachen Wohnungsbau vorzufabrizieren. Oder? Auf alle Fälle, Göhner hat sich nachher für das interessiert, oder? Und hat eigentlich nachher den Beginn der ganzen Arbeiten finanziert. Vielleicht muss man mal sagen, wie alt die eigentlich waren. Also ja, richtig. Ach, der Jüngste war, glaube ich, 22, ich bin bei 22 oder 23 und der Älteste war etwa 28, 29. So, nur zu wissen, wie alt die Leute waren. Und da muss man doch noch die letzte. Die Leute hatten bei einem, dieses ganze Halsing gehört einem Bauern, dessen Vater war damals, oder war glaube ich selber Gemeindepräsident der Gemeinde Klinder. Und sie hatten ein Vorkaufsrecht dort erworben, unter anderem mit Hilfe einer Bank hier in Bern, das war die Spar- und Leihkasse, und danach kam ein Direktor, das war der alte Albisetti. Und der alte Albisetti, der hat eigentlich so Künstler und so weiter gefördert. Es ist immer sehr interessant zu sehen, eigentlich auch das Umfeld von solchen Sachen und eben Leute, die eine Rolle spielen, wie Albisetti, wie Göhner und so weiter. Und dann ging es darum, im Prinzip das Land zu kaufen. Und da hatten wir, das hat mir Rolf Hesselberg erzählt, auch Bin erzählt, da saßen die im Sitzungszimmer zwei Tage bevor der Vorkaufsvertrag abgelaufen ist, weil unterdessen haben das andere Leute in Bern auch gemerkt, dass man das Grundstück eigentlich kaufen könnte, das war ein großer Rand nachher auf diesen Bern. Und da kam der Herr Nett, das war der Verwalter von der Göhner, oder, mit einer großen Handtasche, einem Lederkoffer, oder? Und hat den Lederkoffer auf den Tisch ausgeschüttet, oder? Und das waren alles 100 Franken Scheine, oder? Weil der Bauer, der wollte das Geld in Bar haben. Und dann hat er ihm gesagt, der Herr Nett, jetzt holt doch euren Notar, der soll mal zählen, oder? Und dann kam der Notar, und ich weiß nicht, wie viel das war, aber sehr, sehr viel Geld, und dann haben die gezählt, und so hat er sich den Programm angefangen. So.
Also, die wollen wir da vielleicht noch einmal auf Hallen eingehen. Wie würdet ihr eigentlich Atelier 5 als Konstruktion oder als Idee beschreiben? Weil das ist etwas, was, ich meine, jetzt kenne ich euch ein bisschen, aber was für andere nicht verständlich ist. Wie funktioniert dieses Label? Das ist ja mittlerweile eigentlich schon eine Marke, Atelier 5. Wie funktioniert das als Büro? Wie ist denn die Verantwortungsbereiche? Wie steht es bei euch immer wieder in den Büchern? Man diskutiert gemeinsam, aber dahinter steckt ja natürlich auch eine grundsätzliche Haltung, die man irgendwie hier einbringt oder die man hier repräsentiert, die sich natürlich aber wahrscheinlich über die letzten Jahrzehnte auch verändert hat, nicht? Weil die Zeiten haben sich verändert und damit. Also was ich vielleicht hier einwerfen möchte, ich werde jetzt ganz den Anfang schildern, das ist ziemlich wichtig, die Kollegen werden nachher für heute und für sich drin sprechen. An sich war das eine Gruppe von Freunden irgendwo durch bei Brecht-Bilder. Also Fritz, Hesterberg, Kostetler, Pini, Gerber, Morgenthaler dazu kam. Und dazu kam dann auch eine siebte Figur und das war eigentlich nachher das Gründungs-7-Gestirn, das war Fritz Dohrmann, oder? Da kam auch der Bekannte von Morgenthaler, hat bei Steiger gearbeitet und so weiter, kam mit her. Fritz Dohrmann war auch ein Berner und da war ein Interesse an den Leuten und das war ein Interesse an der Arbeit. Und da muss man sagen, dass diese Freundschaft einfach ein Riesenglück war. Weil es war niemand aus dieser Gruppe, der sich selber irgendwie ausspielen wollte. Und wenn man mich fragt, ja, was ist das für ein Geheimnis dahinter, dann sage ich, unter anderem war das diese Konstellation. Weil es ist völlig klar, dass diese Leute waren nicht gleich. Es gab Stärkere, es gab Schwächere, es gab Durchsetzungsstärkere, es gab gedanklich seine Komplexere und so weiter. Aber die fühlten sich, und die hatten eine Aufgabe zu realisieren. Also man muss sich vorstellen, zwischen 21 und 29, und das täusche mich vielleicht mit der Zahl, aber ich glaube, es waren etwa 15 Millionen, die damals im Zusammenhang mit Harlem als realisiert wurden. Das wird heute wird dann viel, viel, viel mehr Geld. Also eine Riesensumme, eine Riesenaufgabe, und man konnte sich nicht leisten, sich auseinander zu dividieren. Es war Wille, das zu machen. Aber irgendwann musste man ja diesen Freundschaftsbund in irgendeine Systematik überführen. Weil ja, natürlich ja. Jüngere Leute ins Büro kamen, die jetzt nicht mehr unmittelbar direkte Freunde waren und so weiter. Und wie hat man das denn definiert? Also hat man es dann irgendwann aufgeschrieben? Ja, ich kann weiter erzählen. Der Witz war, ich kam 58 ins Büro. Das war 3 Jahre nach dem 59, wo der Haller angefangen zu bauen. 62 war er auch fertig. Und als ich ins Büro kam, müssen wir uns überlegen, wie hat sich dann das Büro in der ersten Phase erweitert? Also ich kam ins Büro über Fritz Dohrmann, oder? Weil der Fritz Sommer hat einen guten Freund in Zürich, das war ein sehr guter Freund von mir. Das ging bei mir direkt, hey, dann hieß es, das hat gute Leute im Band, man geht dort hin. Ist als Student in Zürich? Ich kam als Student, hat sich an der ETH studiert. Ja. Der Denis Roy kam als Student von Lausanne in Zürich. Oder? Der Anatole Dufresne kam über Hans Hostetter in Zürich. Das heißt, alle die Leute kamen über die Partner selber rein und waren nicht viel älter, eigentlich viel jünger. Oder? Also ich war als Satellit 5,21 und Bini war damals, glaube ich, 25. Also der Altersunterschied war nicht sehr groß. Oder? Und dieser erste Klüngel, wenn man so will, der hielt natürlich weiterhin zusammen, nicht nur über die Arbeit, nicht nur über den Einsatz, den man dort leisten wollte, weil das wirklich nur das war, was man in der Schweiz eigentlich machte, sondern es waren auch Freundschaften. Oder? Das waren die gleichen Frauen, die man kannte, die zusammen essen, oder? Man unternahm zusammen Reisen und so weiter. Es war also im Grunde genommen, wenn man so will, die ersten vielleicht 15 Leute, oder? Die hatten sehr viel miteinander zu tun, nicht nur im Büro, sondern auch außerhalb des Büros. Oder? Also aus meiner Sicht hat das auch etwas mit einem Clan, mit einer Familie zu tun. Das war für mich immer so und ich glaube, es ist eben auch heute so, dass man hat irgendwie eine Tendenz, dass sich wohlzufühlen oder eben sich nicht wohlzufühlen. Und meistens ist es ja so, dass irgendwie über einen Bekanntenkreis kommt man zum Atelier 5 oder man eignet sich das fast an, indem man sich damit beschäftigt und hat dann eine Art Vertrauen eben wie in einem Clan, wie das, was wir vorhin besprochen haben darüber. Was man vielleicht noch sagen muss, dass man auch politisch irgendwo in der gleichen Ecke war. Das war
glaube ich, kann man schon so sagen, dass man also auch gesellschaftlich, politisch irgendwo die gleichen Wertevorstellungen hatte. Sicher, das hat ganz sicher einen Einfluss gehabt. Ich meine, immer noch, ja. Unsere Architektur hat, die macht ja auch immer auch sehr starke soziale und politische Aussage. Ja. Und da gehört natürlich auch die entsprechende Einstellung dazu. Vorbei, ich meine, die Formulierung war damals, also in den, jetzt sprechen wir 60er Jahre, also 60, 61 bis 65, also die vor 68er Zeit. Oder? Die Aussagen waren damals nicht sozusagen, das Atelier 5 ist links. Das Atelier 5 war links, das ist klar. Oder? Aber es wurde nicht sagen, politisch formuliert, aber das Atelier 5 hat sich mit der Kunst beschäftigt, hat sich mit der neuesten Kunstszene beschäftigt. St. Franz ist immerhin einen wichtigen abstrakten Expressionisten, hat hier in dieser Fabrik hier unten gemalt. Oder? Über Hans Brechbühler hat man Kontakt zu sehr vielen Kunstkreisen. Oder? Figuren wie Bernhard Luvenbühl, der Eisenplastiker, der dann natürlich gehört auch zum Kuchen. Ja, aber Entschuldigung, so eine Siedlung wie Hallen ist ja auch eine politische Aussage, trotz allem. Ah ja, natürlich. Nein, ich nicht, was ich sage, nur sagen also wollte, das hat auch mit den Familien und mit den Klienten zu tun. Man hat sich irgendetwas geschaffen, wie man sich eben das vorgestellt hat, dass es toll wäre, wenn ich jetzt in einem Haus wohne und mein Nachbar ist mein Freund und der hat auch ein Haus und wir treffen uns in den Gasten und auf dem Platz. Mhm. Wobei es ist ja ein Unterschied, wie man... Man hätte es ja zu fünft auch oder zu siebt auch machen können und sagen, wir können eine kleine Architektensiedlung, aber es ist ja nicht viel weiter darüber hinausgegangen. Ich meine, das ist ja also das sind ja, wie viel Wohnungen sind in Hallen? 80 Häuser. 80 Häuser, also kleine Stadt. Eine kleine Stadt, ein Dorf, würde ich einmal sagen. Ja. Also das dann auch noch auf sich zu nehmen, so etwas durchzusetzen und sowas umzusetzen. Das war natürlich über den eigenen Egoismus hinausgehend schon eine wahnsinnige Herausforderung. Aber was mich auch interessiert, das eine ist jetzt so das Biografische, man kennt jemanden, man kommt deswegen irgendwo hinein, aber das andere ist das Inhaltliche. Ne? Weil es ist ja nicht nur, weil jemand gut ist, der zu euch kommt und den man dann aufnimmt, sondern es ist ja auch eine Weiterentwicklung von Inhalten, von Konzepten, von architektonischen und gesellschaftspolitischen Ideen, die eigentlich immer eine Rolle gespielt haben. Also vielleicht zwei Sachen, die wichtig sind. Erstens, wenn man ins Atelier 5 kam, auf diese Art und Weise, also, kam man in die Familie, dann gab es keine Diskussion, ich bin der Größte, du bist der Kleinere und so weiter, sondern war ein Teil der Geschichte. Und sehr wichtig hier ist zu sagen, dass die ursprünglichen 5 Partner, da gab es sehr starke Figuren, also Bini war starke Figur, Morgenthal war sehr starke Figur und so weiter. Die haben sich nie als starke Figur nach vorne gespielt. Oder? Also warum das gar nicht? Weil die Gruppe so stark ist, dass sie das nicht. Das hätten sie können. Man muss sagen, die haben es nicht gemacht. Es war ein Riesenglück, dass man die Überzeugung, dass die Gruppe mehr ist als Einzelne. Also dass man, wenn man sich fragt, was ist die Grundüberzeugung des Atelier 5, die sagt, die Gruppe ist grundsätzlich mehr als Einzelne. Ja? Also sie kann auch mehr, sie leistet auch mehr. Es gibt zwei Dinge. Das eine Ding ist, man ist nie allein. Das heißt, man kann zusammenbrechen, aber es wird weitergezogen. Ja? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, ich setze mich ein für jeden, der auch schwächer ist als ich. Oder? Und das war, sagen wir, eine Grundhaltung. Und diese Grundhaltung, die galt dann auch für die Leute, die kamen. Und es gab auch in der Anfangszeit, ich muss nicht Namen nennen, es gab 2, 3 Figuren, die kamen ins Büro und etwa Größenordnung, nach 3, 4 Jahren ging es nicht mehr. Ja. Oder? Und so, den muss man nicht mal kümmern, es ging einfach nicht mehr, es funktioniert das nicht mehr. Platz. Nein, die passen einfach nicht in das ganze Zeug rein. Oder? Später wurde das uns ausformuliert, oder? Aber diese, sagen wir, jetzt brauchen wir ein schlimmes Wort, dieses Kollektiv oder, war vorhanden. Das Atelier 5 war und ist bis heute in gewissem Sinne ein Kollektiv. Was ich persönlich jetzt sehr wichtig fände, ist im Anschluss an den ersten Teil, dass man auf eure spezielle, eigentlich kontinuierliche Auseinandersetzung eingeht, nämlich auf das Thema Siedlungsbau. Wohnbau, Siedeln, und da gibt es ja unterschiedliche Konzepte, die er nicht von Anfang an verfolgt hat. Also ich fange mal an, du kannst mich sofort unterbrechen, aber grundsätzlich ist ja nicht der Gedanke gewesen, die Siedlung Hall, dass die
außerhalb des städtischen Kontexts entsteht. Ich glaube, es hat einfach mit der Geschichte zu tun, die mir eben erzählt, es gab eben einfach dieses Grundstück. Der Gedanke ist, glaube ich, schon so, dass man grundsätzlich ein Faible für Urbanität und Dichte hat, dass man die Hainsiedlung genauso gut an den Stadtrand von Bern hätte transferieren können, vielleicht sogar recht nah sogar an das Zentrum. Und dass all diese Konzepte und Siedlungen eigentlich immer mit dem Gedanken der Urbanität entstanden sind. So. Und Hain hat man halt versucht, ich habe Stadt gesagt, es war ein bisschen übertrieben, aber vielleicht ein kleines Dorf zu bauen mit einer Straße, mit einem Platz, mit einem Laden, mit einem Kindergarten und so weiter. Eigentlich, und das ist vielleicht das Einzige, was wird vielleicht in Hain, würde man vielleicht auch gerne mal als Experiment nehmen und näher in die Stadt rücken oder in die Stadt implantieren. Und das würde brillant funktionieren. Das ist ja auch etwas, das man spürt, dass in Hain der Anteil von externen Leuten eher bescheiden ist, dass wenig von außen in die Siedlung kommen, im Gegensatz zu anderen Siedlungen, die stadtnäher sind oder mitten in der Stadt drin, wie in Mainz zum Beispiel, wo es einfach ein Durchspielen gibt innerhalb eines Teils eines bereits bestehenden Quartiers. Das heißt, auch ein größeres Anonymat, es passiert mehr, es gibt auch mehr Möglichkeiten von anderen Nutzungen als die Wohnnutzung, was natürlich in jeder Siedlung, die reine Wohnnutzung hat, eine Schwäche ist, es dann zur sogenannten Schlafstadt wird. Also die Durchmischung mit Möglichkeiten von Gewerbe und Tätigkeiten ist ja immer ein Ziel gewesen und wird immer ein Ziel bleiben. Und aber auch schwierig durchzusetzen. Es gibt einen Unterschied zwischen Deutschland und Schweiz, das muss man auch immer wieder sagen. Am Anfang will das keiner so wahr, aber das merken wir immer deutlicher. Und diese Verbindung von Arbeiten und Wohnen, nicht mehr innerhalb einer einzigen Wohnung, aber einer Siedlung, die ja eigentlich ungeheure Qualitäten hat, dass ich eigentlich meinen Arbeitsplatz direkt in der Nähe habe, vielleicht nicht in der gleichen Wohnung, ich gehe vielleicht sogar aus dem Haus und schließe irgendwie ein kleines Atelier auf, arbeite da und verlasse das abends, dass das offensichtlich vielen Leuten schwerfällt, sich das vorzustellen. Und in Frankfurt haben wir das probiert, wir haben das in Mainz probiert und von den sehr anspruchsvollen Vorstellungen, die wir hatten, ist am Ende nur noch ein Fragment übrig geblieben. Genauso Gemeinschaftsräume und so weiter. Das haben die Siedlungen in der Schweiz, haben die eigentlich alle mehr oder weniger. In Deutschland kommen wir immer mit dieser Vorstellung und am Anfang hört man uns auch höflich zu und sagt, das ist schön und nett. Und wenn es dann konkret wird, heißt es irgendwann, ja, aber das, für die Fläche, wenn ich die für 4.000 Euro im Quadratmeter verkaufe, mal XXX, da wird immer direkt der Taschenrechner angeschmissen. Das heißt, und das andere ist, dass es heißt, die Leute in der Siedlung wollen gar nicht gemeinsam dafür verantwortlich sein. Das gibt nur Streit und Auseinandersetzung. Weil jetzt der Rudolf Weger, der ja auch in der Ausstellung ist, Schlins, das Projekt, da war im Vorfeld war Reinhard Kaster, der auch das Buchkonzept macht, mit Rudolf Weger eben auch in Hallen. Und es gab ja einige Projekte dann, also man wollte dann immer Gemeinschaftsräume und eben dieses Gemeinschaftliche nicht nur zusammenbauen, sondern auch darüber hinaus etwas bauen. Und der Rudolf hat gesagt, das hat in Vorarlberg nie funktioniert, weil einfach die Größe auch dieser Siedlung nicht ausreichend war, um so eine Gemeinschaft, also Gemeinschaftsräume irgendwie herzustellen. So weniger also auf der einen Seite kostenmäßig, aber auf der anderen Seite von der Dichte her. Also das ist, ich glaube, also eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten, wie dieser Laden in Hall, das braucht eine Größe, wo halt vielleicht wirklich an der unteren Grenze ist. Aber ein Gemeinschaftsraum, wo man Feste und Festivitäten macht und so weiter, und das kann schon eine sehr, sehr kleine Siedlung, kann das eigentlich leisten, das ist der Beanspruch. Wobei, das stimmt natürlich schon, das hat schon immer wieder mit Kosten zu tun. Das geht ja auch um alles, was man dran setzt, das innerhalb der nächsten Umgebung, aber außerhalb des eigenen Hauses etwas passiert, etwas Gebautes vorhanden ist, das man auch bezahlen muss, aber auch seine Qualitäten hat. Und dazu kommen dann noch Institutionen und Vorlagen, die zwar heute auch so weit sind, dass sie verlangen, dass es kindertaugliche Spielplätze gibt, dass man das und das macht. Aber es ist dann immer so kleine Rosinen, die dann immer wieder nur auf ein bestimmtes Gebiet abgestimmt sind und nicht über die ganzen Bewohnerschaft der Siedlung. Kinderspielplatz, okay, aber dann, wo sind dann die Erwachsenen, wo treffen sie sich? Ist es dann auch ein Kinderspielplatz oder nicht? Und dort versucht man einfach entgegenzusteuern, indem man überlegt, wie ist es dann wirklich
wenn ich da wohne, was brauche ich in nächster Nähe? Was muss ich mit Nachbarn teilen können? Sie haben irgendwie aber natürlich, was, was Georg gesagt hat, finde ich recht wichtig. Oder? Und man kann vielleicht sagen, Satelli 5 hat in seinen Anlagen, um das Wort Siedlung nicht zu gebrauchen, weil das ist ein sehr belastetes Wort, das ist historisch ein belastetes Wort. Also ich würde behaupten, Hall ist ein Stück Stadt, oder weil es eben kein Dorf, weil es gibt kein Dorf, das einfach eine Straßenband hat. Oder? Das Dorf ist normalerweise zusammengesetzt aus einem Teil und so weiter. Das ist höchstens ein süditalienisches Dorf, wenn man so will. Oder? Aber es ist absolut klassisch. Die Hausfassaden in Halen sind weniger wichtig als die Außenräume. Die werden nämlich dort gebildet. Und das gilt im Prinzip für alle Geschichten. Oder? Aber das Wichtige daran ist, dass im Büro hier wurden die Häuser immer verkauft als ein Teil eines ganzen Milieus. Gebaut werden nicht 50 Häuser, gebaut wird ein Quartier, gebaut wird ein Milieu. Und dazu gehören die äußeren Dinge genau gleich. Das heißt, in der Lorraine-Siedlung damals, das ist sehr interessant, wollten die Leute natürlich die Gartenbänder weglassen. Oder? Warum? Wenn man sagt, das könnte man sich sparen. Das Atelier 5 hat damals gesagt, wir sparen an Materialien im Haus, wir lassen aber die Außenwände nicht weg, weil wir sonst im kollektiven Raum nicht hinkriegen. Und das ist eine Grundhaltung. Oder? Und diese Grundhaltung den Investoren, da hat er vollkommen recht, beizubringen, ist ungeheuer schwer. Und darum macht man zum Teil die Dinge selber. Also in Hamburg wurde es am Schluss nicht gemacht, am Schluss hat man einen Veloabstellraum so konzipiert, dass man den als das brauchen könnte. Aber das heißt, man muss Tricks erfinden, so hinter dem Kopf hindurch zu drehen, damit man das machen kann. Das, also den Investor interessiert das Häuschen. So. Ja. Und was davor, da macht er da, auch da macht man ein bisschen Rasen und ja gut, dann kann man noch eine Hecke pflanzen. Das interessiert den alles nicht mehr. Und das Milieu zu bauen, das Quartier zu bauen, ist einfach ungleich mehr. Das heißt, man muss die Garten bauen, man muss die Abgrenzung bauen, man muss die Straßen bauen in den, und man muss die Gemeinschaftsräume, die Infrastruktur und so weiter, man muss das alles bauen. Und das ist alles zusätzliches Geld, wo sich ein Investor und Bauträger ja, wo kriege ich das wieder? Ja, der kommt und schaut es an und findet das ganz gut, dann schaut er, was er alles wegstreichen kann. Das sind alles diese Optionen, die da die Architekten noch mit reingebuttert haben. Und dann geht er nach Hause und hat dann nur noch ein Haus, das auf der Wiese steht. So sieht die Architektur ja, also wenn man heute Wettbewerb anguckt, es werden ja nur noch so Stempel in die Weltgeschichte gestellt. Und alles das, diese ganzen Außenraumbebauung, die gibt es ist im Moment kein Thema. Und da kämpfen wir auch im Moment auf sehr einsamen Posten, aber wir kämpfen. Und deswegen versuchen wir auch immer wieder noch diese Projekte in Eigeninitiative zu machen, um zu zeigen, dass das nach wie vor Gültigkeit hat. Und wenn Sie so wollen, können Sie sagen, was immer gebaut wird, in welchem Muster immer, es wird der kollektive Außenraum gebaut. Oder Sie können die Grundrisse von Halen ändern, ist mir doch ganz egal. Solange die Straßen so führen, der Dorfplatz dort ist, die Bäume dort stehen, wird man Halen erkennen. Das heißt auch, der Bewohner ist bereits zu Hause, wenn er die Siedlung betritt und nicht erst, wenn er die Haustür hinter sich zugemacht hat. Das ist ja das, was man... Und das ist politisch jetzt. Ja. Das heißt, das ist dann, man ist gegen die Vereinzelung, man ist gegen das Isolieren vom Einzelnen, man ist gegen den maximalen Gewinn für das Individuum und so weiter. Also, aber man unterstützt in dem Sinn ist man ganz verdammt links, oder? Und zwar ziemlich links. Und das in der Schweiz. Das in der Schweiz. Aber entschuldige, nicht parteipolitisch links. Ja. Was mich so interessieren würde, wie entwickelt sich eure Projekte? Weil, also mir kommt vor, ohne teilweise große Modelle geht es. Aber mit viel Erfahrung kann man sich vielleicht manche Schritte sparen, aber es sind schon sehr komplexe Raumideen, die dahinter stecken. Ja? Und da muss man eigentlich Modellwerkstätte auch haben. Und es ist nicht? Trotz allem gar nicht so mystisch, wie das vielleicht aussieht, weil es gibt eine Systematik in diesen Dingen drin. Gut, aber jetzt die Systematik in der Wohnung, das ist ja noch okay, aber die Systematik in der Siedlung, mit den, also meistens sind es ja irgendwie hangartige Situationen, diese komplexen Raumsituationen, Überschneidungen, dann die ganze Treppensituation, also da ist... Ja, und wenn man dann den Plan hinter sieht und sieht, mein Gott, das ist ja alles ganz, ganz streng und einfach gemacht, das ist schon so. Ich nehme zwei Beispiele.
Also, Sie kennen Sinnering, dann haben Sie es geschrieben. Und wenn man den Schnitt von Sinnering anschaut, ist ja völlig klar. Ich mache zwei Voraussetzungen. Erstens, ich will das machen, was meine Talmud gemacht hat. Das heißt, ich will eine gemeinsame Straße machen, mit rechts und links ins Haus reingehen. Ja? Punkt Nummer eins. Oder? Punkt Nummer zwei, ich muss eine gewisse Dichte erreichen und ich habe einen Hang, das bedeutet steiler als Haaren. Ja, dass man dann das Dach vom vorderen Haus als Garten des hinteren Hauses braucht, ist ja selbstverständlich. Das ist doch gar nicht kompliziert. Dann muss ich die Garage unterbringen. Oder? Dass ich vorne fahre und unter das Haus fahre und dass ich dann die Garage aber hinten anders konzipieren muss, weil der ganze Sinn nach vorne rutscht, das ist alles Mathematik und Geometrie. Das heißt, wenn man auf das Gelände ganz sorgfältig aufpasst und sich vernünftig verhält bezüglich des Geländes, entsteht die Komplexität in Anführungszeichen von selber. Das ist die erste Voraussetzung. Also das beste Beispiel ist ja eigentlich die Talmud 2. Also dass ich die zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, was ist das denn? Gebautes Labyrinth. Ja. So, was für ein Genie hat sich das ausgedacht? Und ich habe den Plan viel, viel später gesehen. Irgendwann habe ich mal einen Grundrissplan gesehen. Das ist nicht die gleiche Siedlung. Plötzlich gibt es da Raster und eine Systematik. Und wenn man da durchläuft, da geht eine Treppe hoch, da eine Brücke rüber und so weiter. Das ist irgendwie, ja. Und so Piranesi-Vedutenmäßig. Und das hat alles eine absolute Struktur. Und das Raster ist also erstens entstanden über die Frage, wo steht dann das Auto? Ja. Es muss eine Tiefgarage geben. Das Auto hat eine bestimmte Dimension und Ansprüche. Dann braucht es ein Baufeld von 5x5 Meter. Dann können wir zwei Autos hinstellen. Mit 5x5 Metern kann ich eine Küche und ein Esszimmer bauen. Ich kann ein Wohnzimmer bauen. Ich kann ein Bad und ein Elternzimmer bauen oder zwei Kinderzimmer bauen. Und eine Dachterrasse. Dann habe ich eigentlich schon alles. Und mit diesem Raster hat man das dann aufgebaut. Aber wir sind vielleicht auch jetzt ein bisschen zu bescheiden. Also die Siedlungen sind schon sehr anspruchsvoll, geometrisch. Und das ist vielleicht auch wieder der Vorteil, wenn nicht nur ein Kopf, dass sich alles ausdenken muss. Dass eigentlich auch die Zusammenarbeit mit mehreren eigentlich und jeder wieder noch eine Idee reinbringt und so weiter, eigentlich auch die spannungsvolle Komplexität entsteht. Man fängt aber immer mit sehr, sehr strengen Voraussetzungen an. In Mainz, das war ein ganz, ganz strenges System, was wir da am Anfang entwickelt haben. So, es gab irgendwie zwei, drei Wohnungstypen. Am Ende sieht fast jede Wohnung anders aus. Das ist halt so. Wenn man dann immer näher plant und näher plant, dann kommt da, muss man plötzlich einen Bauabstand einhalten, zack, der Grundriss wird plötzlich anders und so weiter. Und das ist aber auch das Spannungsvolle. Der Plan, der Grundrissplan von Mainz ist immer noch ganz strenge Systematik. Die einzelnen Wohnungen, je weiter ich ins Detail komme, desto individueller wird es dann plötzlich. Also das ist sehr wichtig. Das heißt, es wird nicht die Komplexität geplant, sondern es wird praktisch ein System ausgedacht. Das kann ich in Ried in Höfen aufzeigen. Warum das in Ried so ist, ist, weil der Hang diagonal nämlich fällt. Darum entstehen die Sprünge der Höfen. Und die Blöcke stehen so, dass ich Ost-West- oder reine Nord-Süd-Blöcke habe. Das war der Wille. Und wenn das System klar ist, durch die Verfeinerung, was du sagst, Georg, ist genau das, was passiert. Die Komplexität ist ein Resultat eines Prozesses und nicht, sagen wir, der malerische Willen, eine komplexe Geschichte zu machen. Zum Beispiel die Außenräume. Ist klar, die müssen höher sitzen, weil man kann nicht gerade den Leuten reingucken. Wenn die höher sind, muss ich eine kleine Treppe bauen. So. Nur ein Podest machen reicht nicht, ich muss auch noch eine Mauer dran machen. Wenn ich diese Treppe durch die Mauer führen will und so weiter. Jede Überlegung gibt wieder neue Überlegungen und die ergibt hinterher die Plastizität. Und nicht der Wille, was ganz Verrücktes oder was Verspieltes zu machen. Also das ist etwas, das wahrscheinlich aus der Gruppe kommt und durch die Gruppe diktiert wird, ist, dass wir uns eine Art Spielregeln aufstellen. Für jede neue Arbeit, die wir machen, setzen wir den Rahmen für ihn in Form einer Spielregel auf. Ohne dass es uns da bewusst ist. Aber innerhalb dieser Spielregeln kann sich dann wieder jeder bewegen. Man spielt das gleiche Spiel. Was da nicht geht, ist, wenn plötzlich die Spielregeln, wenn dem Spiel ändern wird, dann kann es chaotisch sein. Aber wenn man sich daran hält, dann entsteht eben so etwas, das man sehr wohl in einer größeren Gruppe auch bewältigen kann. Das heißt, dadurch, dass es ja eine Gruppe ist und die Gruppe weitet sich und verändert sich, braucht man Spielregeln als Basis der Kommunikation. Nicht? Und ein wichtiger Bestandteil sicher in eurem Büro ist die Sprache. Und Sprache braucht dann auch gewisse Regeln, damit man sich versteht, damit man, wenn man sich zusammensetzt und eine Entscheidung trifft, jeder dann weiß,
mit welchen, was ist die Botschaft gewesen oder mit welchen Regeln muss ich jetzt weitergehen? Das heißt, eure Bürostruktur basiert schon sehr stark auf dem Gesprochenen. Oder ist das beides? Ja. Also doch. Doch, ich glaube schon. Ja, also das ist klar. Und also, war es am Anfang eigentlich auch so? Weil wenn am Anfang muss man sich die, hat sich ATD 5 ja als die Spielregeln erarbeiten müssen. Ja, nicht? Das ist vielleicht zwei Dinge sagen. Am Anfang hat man sich in gewissen Architekturausdrücken direkt ab Corbusier bezogen. So. Und dazu sage ich immer, wenn früher die Maler am Anfang ihrer Karriere also anfingen zu arbeiten, da gingen sie dann nur von kopierten Bildern ab. Oder? Und Leonardo, der saß bei Peruzzino im Atelier, oder? Und hat Engelchen gemalt. Selbst Peruzzino kam und sagte, Leonardo, du bist schon viel zu weit, geh und mach deine Sachen für dich selber. Oder? Das heißt, es war ja völlig normal, dass man eigentlich sein eigenes Handwerk gelernt hat am Handwerk der anderen. Und im Moment, wo Hallen gebaut wurde, war das so schwierig, so eine riesige Geschichte zu machen, dass man sich interne Streitereien gar nicht leisten wollte. Also ich kann mich erinnern, wenn es einen Streit gibt, dann hieß es dritte Band, Seite 67, oder? Ja, das sind die Giersberger Ausgaben, oder? Die kenne ich zum Teil immer noch auswendig, oder? Da gehen sie und blicken dann auf und schauen so. Ja, wie sah denn die Loggia in Marseille aus? Ja, warum sah die Loggia in Marseille aus? Das war dann die nächste Frage. Aha, darum. Was können wir davon brauchen und was müssen wir ändern? Und dann anhand von diesen Änderungen, die werden dann der Teil der eigenen Sprache. Und was ich wesentlich im Büro finde, ist, dass man eigentlich das kennt, was man selber auch gemacht hat. Also ich weiß von mir selber, wenn man was Neues machen wollte, dann fragt man sich, hey, wo ist schon was Ähnliches gemacht worden? Also das möchte ich noch unterstreichen, was du jetzt über die Loggia als Beispiel gesagt hast. Da hast du nämlich einen Vortrag gehabt in Lausanne. Da war ich damals in Lausanne und habe das mit angehört. Und interessant ist ja, dass man das kopiert hat, was der Corbusier gebaut hat. Man hat es gebaut und dann hat man seine Arbeit beurteilt und nicht einfach die Arbeit von der Corbusier kritisiert. Und erst dann hat man gesagt, okay, das müssen wir anders lösen, weil es zum Wohnen besser ist, wenn die Brüstung tiefer liegt, dass auch die Kinder nach draußen schauen können und so Dinge. Das fand ich sehr wichtig. Das ist ja Autokritik. Ja, ist essentiell. Und Autokritik am Großen, aber auch Autokritik am Kleinen. Und hier nur zu, im Artikel 5 damals wurde ja entwickelt, das System, dass man Details, die man selber entwickelt hat, oder, gesammelt hat. Ja, ja. So dass man nachträglich wieder das zusammen. Das ist, glaube ich, das macht man halt so, das macht, glaube ich, schon jedes Buch. Gut, das weiß ich nicht. Oder dass du einfach ganze Bänder, die berühmten gelben Bänder bei uns, oder? Und das war schon damals reichlichbar, oder? Aber da war man sich ja auch eigentlich nicht so schade, und Anführungszeichen, das Repetitive als Thema zu haben. Also man holt sich was, man wiederholt, man nimmt Standards und versucht, weil das sind ja auch systemimmanente, das ist ja dann ein Bestandteil des Systems. Genau. Aha, okay, man nimmt es, man verwendet es immer wieder, und das merkt man ja auch bei den Schulungen. Und das ist was ganz Wichtiges. Die Änderungen, viele Änderungen, man tendiert zu vielen Änderungen, weil der Architekt sich vielleicht selber langweilt vor dem, was er schon fünfmal gemacht hat. Aber das muss er eigentlich zurücknehmen. Weil die Leute, die hinterher da einziehen, die sehen das zum ersten Mal, was vor 50 Jahren gültig war, ein guter Türdrücker, wieso soll der heute nicht mehr gut sein? Warum muss ich heute einen neuen Türdrücker nehmen, nur weil ich den halt vorher schon mal benutzt habe? Das ist einfach absurd. Es gibt gar keinen Grund, da wahnsinnig viel Energie zu verschwenden, sich mit solchen Dingen aufzuhalten. Oder wenn einer mal gesagt hat, hier drin, ja, ich baue jetzt da ein Stabgeländer für diese Terrasse und ich baue nicht ein anderes Geländer, wenn mir nicht etwas Besseres in den Sinn kommt, dann baut man eben dieses Stabgeländer. Es muss besser sein, aber nicht einfach nur anders sein. Es muss einfach einen Sinn machen. Das ist das Handwerk. Und man langweilt sich trotzdem nicht, auch wenn man den gleichen Türdrücker. Ja. Es gibt genug Herausforderungen bei der Bauaufgabe selber. Spielt eigentlich auch eine Rolle, das eine ist die Selbsterfahrung im Eigenprojekt und das andere ist sowas wie eine Art von
ganz bewusster analytischer oder phänomenologischer Blick auf die Umwelt, auf Stadt, auf wie funktioniert was. Habt ihr da eigentlich auch Studien gemacht oder war das eher so, man schaut, man beobachtet und lasst das einfließen in Diskussionen im Kollektiv oder ist das systematischer erfolgt? Puh, was soll ich sagen? Als ich hinkam, gab es dieses Gebilde ja schon. Wie das entstanden, gewachsen ist. Ich glaube, jeder hat da so ein bisschen was dazu braucht. Mit reingetragen, ne, in diese Ideologie und in diese Systematik. Also es wird ja immer drüber diskutiert. Und über das haben wir noch nicht gesagt, wie man die Filme gearbeitet wird. Das hat man ja aus den Büchern gelesen. Es gibt die Projektvorstellungen, es wird darüber diskutiert und so weiter. Und in diesen Gesprächen wird ja die Sache immer wieder reingetragen. Wie hat es dort funktioniert? Was war dort schlecht? Was hätte man anders machen können? Oh, hast du das gesehen? Und so weiter. Es ist nie kodifiziert worden. Einer bringt Theorie rein, der andere eine praktische Erfahrung. Und am Ende bleibt irgendwas, irgendein Surrogat bleibt dann übrig. Das wird dann ins nächste Projekt übernommen. Da trifft es dann vielleicht gar nicht mehr richtig zu. Dann muss man es wieder korrigieren. Aber und das ist ja ganz gut, dass man es bis jetzt nicht kodifiziert hat. Weil sonst wird man starr. Das ist immerhin interessant, was du sagst. Das stimmt, dass man auch meistens oder ein großer Teil der Partner leben oder leben in Siedlungen verantwortlich und haben mit an Erfahrung mitgebracht. Und wenn man jetzt schaut, was entwickelt worden ist nach Hahn mit den unterschiedlichen Strukturen, mit diesen Hofstrukturen von Ried, von Bremgarten gegenüber einer Reihenhaussiedlung wie die Hahn es ist, mit zwei Haustypen als Grundtypen, mit Gassen und einem zentralen Platz, und man dann beobachtet und schaut, wie reagieren die Leute, die in diesen Siedlungen wohnen, wenn ich Nachbarn nehme, die in Hahn gewohnt haben, lange Zeit, und dann nach Bremgarten gezogen sind, in eine Hofsiedlung, und mir dann erzählt haben, wo sie denn jetzt einen Unterschied sehen und die Qualitäten, die unterschiedlichen, und mir sagen, dass also auch Personen, die älter sind, dass sie in Hahn, wenn sie dann zu Hause waren, waren sie praktisch allein in ihrem Wald drin. Sie sahen kein Licht, weder rechts noch links. Sie wussten nicht, ob die Nachbarn zu Hause sind oder nicht. Entweder mussten sie telefonieren und vorbeigehen und schauen. In der Hofstruktur haben sie dann einen Blick über diese Höfe. Sie haben dann Licht rechts, links, hinten, vorn. Sie sehen, wenn jemand zu Hause ist. Sie sehen die Leute, wenn sie aus dem Haus auf den Balkon treten. Es gibt auf einer genügend großen Distanz bereits Möglichkeiten, Kontakte zu schaffen, was auch wieder sehr angenehm sein kann. Und das ist natürlich auch wieder so ein Prozess und ein Lernen von dem oder den Personen, die in den Siedlungen und diesen Strukturen wohnen. Was erleben sie, wie leben sie den Alltag, was ist für sie jetzt gut, anders oder neu? Also es gibt, ist ja klar, es gibt nicht eine Wahrheit. Irgendwie, wenn ich mir eine Wohnung suche, dann gucke ich sehr genau, wenn ich ein Typ bin, will meine Ruhe haben, dann gehe ich vielleicht tatsächlich eher in eine andere Siedlungsstruktur. Wenn ich in den Dreikönigshof nach Mainz ziehe, das ist halt ein innerstädtischer Bereich, weiß, wenn ich in die Innenstadt ziehe, da bin ich mit meinem Nachbarn recht nah. So, das geht gar nicht anders. Und das ist eben auch schön, dass diese Systematik auch das Spektrum noch zulässt. Zwischen Einheiten oder Siedlungsstrukturen, wo man wirklich für sich alleine ist und da, wo man eigentlich vielleicht eher die Kommunikation findet, wie in diesen Hofstrukturen. Genau. Und in engen Mainz ist ja nicht die Konfrontation nur innerhalb der eigenen Überbauung, sondern auch zum Nachbarn, zum bereits also gebauten. Also der Abstand über die andere Straßenseite ist enger als der in den Höfen. Oder sogar enger, ja. Also ich meine, ich kann ein bisschen erklären, warum Halle so in Anführungszeichen abweisend gegen außen ist. Also Halle wurde entwickelt als Alternative zum Einfamilienhausbau, oder? Und es gibt in der ersten Broschüre so eine ganz, ganz lustige Geschichte. Da sieht man die Klötzchen der Einfamilienhäuser, also so, ja, das nächste da und so weiter. Und dann gibt es so Pfeile gegeneinander weisen und es gibt eben solche Augen, die einander anschauen und so weiter. Das heißt, die extreme soziale Kontrolle durch den Nachbarn, oder? Wurde so als schrecklich empfunden, dass man sagt, um Gottes Willen, wie kann ich machen, dass ich ganz, ganz eng nebeneinander wohne und doch für mich bin. Oder? Und das wurde dann also, das wurde beinahe dogmatisch
durchgezogen, oder? Genau wie alle Türen waren genau gleich grau gestrichen und so weiter. Oder? Und was in Hallen dann lustig wurde, das war die Geschichte mit den Türen. Oder? Es geht ja über den Hof und so weiter. Oder? Und das hat dann das Verhalten der Leute gesehen. Es gab Türen, die waren immer offen, also gegen die Gasse. Und es gab Türen, die waren immer zu. Es gab sogar den Herrn Pestalozzi, wenn er mit seiner Frau ins Waschhaus ging, der machte die äußere Haustür zu. Oder? Und dann bei Fritz Thormann war es immer wunderbar. Ich wusste ganz genau, wenn die Tür ist offen, kannst du reingehen, da kriegst du noch ein Glas Wein, bla bla bla. Wenn die Tür zu ist, wollte nichts wissen von der Welt. Also es gab so. Und dann wurden die Türen auch noch bunt, oder? Und dann wurden die Türen auch noch bunt. Also es gab eine ganze. Aber nur die Türen. Ganze Entwicklung von der ganzen Geschichte. Aber das sind natürlich absolut wichtige Elemente in der Erfahrung der Art, die man tut. Das heißt, was du gesagt hast, ist das so. Vollkommen klar, oder? Es gibt verschiedene Ansprüche und es gibt etwas, das ganz komisch ist, das ist noch das Gehör. Also ich wohne in der Talmud 1 und ich weiß immer, ob jemand da ist oder nicht da ist. Man hört das nämlich. Oder? Das geht ja gar nicht, es müssen Sinne genau gleich sein. Und wenn jemand macht, dann weiß, kommt der Pini nach Hause. Oder? Wenn einer schlurft, dann kommt der Lanini nach Hause. Wenn es macht, dann kommt die Ursula Hesterberg. Es hat was Zweischneidiges. Es ist natürlich schön, diese Geräuschkulisse zu haben. Das ist ja wirklich sehr angenehm. Es kann aber auch das Gegenteilige haben. Du sitzt im Garten und fängst plötzlich an, über den Nachbarn zwei Häuser weiter zu reden und merkst gar nicht, dass der Nachbarn immer der ist. Man sieht ihn nicht, aber er hört uns. Oder man hört, wie die Nachbarn wiederum über den Dritten reden und so weiter. Also, da muss man aber auch hüsteln und mit den Gläsern klimpern, um überhaupt zu merken, dass da jemand ist. Und wenn man ihn dann noch begrüßen will und erst auf einen kleinen Schemel steigen muss, um irgendwie laut zu sehen, dann wird es schwierig. Ja. Aber natürlich, das sind alles Erscheinungen, oder? Aber im Grunde sind es Erscheinungen, die ein ungeheuer reicheres Leben produzieren als das, was in diesen blöden Blöckchen herumsteht. Aber kann man nicht sagen, dass euch eigentlich die Entwicklung des Städtebaus allgemein nicht wirklich interessiert hat, weil eigentlich Stadt und Städtebau ja schon da waren. Man hat sich eher an den historischen Beispielen, also den Erfahrungen aus der Geschichte und vielleicht bei gewissen anderen irgendwie orientiert, aber nicht jetzt so an, ihr habt gewisse Dinge nicht mitgemacht. Ja? Also ich sage jetzt mal, diese 50er, 60er, 70er Jahre Modernisierung von Stadt ist in der Form von euch nicht betrieben worden und auch nicht betrieben werden. Also das war kein Thema für euch. Ja. Ihr habt eigentlich immer so eine Art von altvaterisches Modell, unter Anführungszeichen, und damit ein kontinuierliches Modell oder ein zeitloses Modell eigentlich von Stadt oder von Zielen gehabt. Kann man das so sagen? Das kann man vielleicht so sagen, muss vielleicht auch so ein bisschen modifizieren, wenn man sagt, das ist ja nicht genau der Städtebau jetzt des 19. Jahrhunderts per se. Weil schon in einer Antike wurden die Städte so geplant. Da kommen wir aber vielleicht jetzt wieder zum Milieu dazu. Ja. Also das, man hat eigentlich alte Milieus aufgegriffen und versucht, neue zu interpretieren, aber nicht jetzt versucht, Stadt ein neues Milieu zu geben. Kann man's, also für mich ist es klar, diese ganzen Stadtutopien der Nachkriegszeit und auch schon teilweise während der und davor, also die haben wir nie verfangen. Was also ich glaube, es hat schon immer wieder fasziniert, aber man hat nicht wirklich dran geglaubt. Also da fing man ja an, systematisch an, den definierten Außenraum, den gebauten Außenraum aufzulösen. Und dann, ja, bis in Superextreme, bis in Städtebau-Utopien, die ja eigentlich nur noch monströs genannt werden können. Aber spannende Experimente vielleicht waren, intellektuelle, aber eigentlich auch zu großen Problemen geführt. Also diese ganze Großsiedlungstheater, den man hat in Deutschland mit Märkischen Viertel, Marzahn und so weiter, die alle darauf zurückgehen, den Banlieues in Paris und so weiter. Da hat man ein Fass aufgemacht, wo man heute noch Riesenprobleme hat, das wieder in Ordnung zu bringen. Also wenn man sagt Siam, oder? Und wenn man sagt, differenzierte Städte, weil das haben ja die Holländer nach dem Krieg, also Van Esten oder so, das war nicht gut, oder? Und dann muss man sagen, war die Siedlung Halen ein Gegenpol. Oder? Und ganz bewusst, also in Bern wurde Siedlung Halen genau zur gleichen Zeit gebaut wie das Scharnerhut. Das ist sehr interessant, ich meine, wenn man das Scharnerhut gesehen haben. Klassische so eine Blockbebauung. Ein Haus, das ist eine Holländer Bebauung aus den 50er Jahren. Auch mit einem sozialen Anspruch. Genau. Der Gedanke ist genau der gleiche gewesen. Die haben auch Gemeinschaftsräume und alles. Das heißt, die Qualität in dieser Siedlung als Lebensumwelt verglichen mit ganz Haufen Zeug, das nachher gebaut ist, viel höher, bis heute noch. Oder? Aber Hall
allem wurde eben anders gedacht, als Alternative zu denen. Das heißt, das hat man ganz bewusst nicht mitgemacht, sondern man hat das andere Milieu gesucht. Und man kann ganz extrem sagen, die haben gesagt, hey, es hat keinen Sinn, höher als viergeschossig zu machen. Also das Bodennahe war immer ein Thema. Ja. Das heißt, ich muss aus meinem Fenster runterrufen können, oder den Schlüssel runterschmeißen können, wenn ich die Haustür zu kann. Das macht meine Schwiegermutter aus dem sechsten Stock. Gut, also, ey, das würde mir viel von dir diskutieren. Oder also, ich muss also das Haus hochgehen können, auch wenn der Lift nicht funktioniert. Oder? Also die ganze Hochhausdiskussion gab es im Artikel 5 nie. Hat kein Mensch interessiert. Ja, sind wahrscheinlich auch, bei euch ist ja das Thema Natur auch ganz wichtig. Also das Thema Natur, Bewuchs als Bestandteil des Milieus von einer Siedlung ist ja eigentlich auch wichtig. Und in dem Moment, wo man ins Hochhaus oder in eine gewisse Höhe geht, ist das auch nicht mehr möglich. Oder? Ja, also für mich ist das eine Beobachtung, aber das ist wirklich. Natur ja, aber nicht Natur im Sinn, wie es heute da die Käferchenzähler brauchen. Oder? Das heißt, Natur ja im Sinne, wie Natur in Venedig vorhanden ist. Also das heißt, die Bepflanzung der Höfe, die Bepflanzung der Plätze und so weiter. Aber nicht das Haus, das auf dem Acker steht. Vielleicht ist es weniger Natur, sondern dem ist der Garten. Stadt und Garten. Genau. Also im Gegensatz zum Hochhaus ist die direkte Bezug nach draußen, nicht auf die Wiese, aber auf einen Garten. Platz, in eine Gasse, in einen Garten, in den Wald, wenn man dann weitergeht. Und zwar so, dass es auch für die Kinder stimmt. Ich glaube, dass hinter eurer Idee ja nicht nur jetzt das Gebaute ist, sondern es ist auch eine andere Idee von Eigentum. Ja, ist klar, meine, es ist das eigentlich anders formuliert. Wenn man ein Milieu schafft, oder, dann hat man verschiedene Rollen in dem Milieu. Die eine Rolle ist die des Eigentümers. Mein Haus gehört mir. Und die andere Rolle ist die des Miteigentümers. Das ganz andere Gelände ist im Miteigentum. Das heißt, Straßenplätze, Schwimmbad, Sportplatz jetzt in Halen oder in der Talmat, die Straße, die durchgeführt, der Dorfplatz und so weiter, die Heizung, die gehört allen. Das zwingt zu zwei Dingen. Erstens, ich kann mit meinem Gegenstand machen, was ich will, aber ich muss zusammen über den anderen Gegenstand mitbefinden. Der wird nicht verwaltet, sondern ich muss dazu etwas sagen. Und das haben wir sowohl im Lied gemacht, das ist auch im Sinnregen so und so weiter. Das heißt, die Leute treffen sich mindestens 1 bis 2 Mal pro Jahr und entscheiden alles, was wichtig ist, über das, was allen zusammengehört. Das heißt, und das ist ja bereits ein politischer Prozess. Das ist ja nichts anderes, wie wenn ein Bürger in der Stadt hat, er zahlt Steuern und mit dem baut man die Straßen, Plätze und so weiter. Und dann aber er kann auch Einfluss nehmen, indem er abstimmt. In direktester Demokratie wird nachher über das entschieden. Das heißt, man hat immer diese zwei Rollen. Und das ist ungeheuer wichtig. Und das sieht man sehr häufig, dass die Leute nicht glauben, dass sowas funktionieren kann. Sie glauben, es braucht eine Verwaltung von meinetwegen den Eigentümern und der Verwaltung. Die Siedlung Halle selbstverwaltet, Zinneringen selbstverwaltet, Riede selbstverwaltet, Talmatte selbstverwaltet. Das wird in der Talmatte ein Problem, weil wir so alt sind, oder? Das ist ein kleines Problem, aber das ist eine Nebensache. Das ist eins der wesentlichen Dinge. Ich bin also immer auch Mitbesitzer mit meinem Nachbarn an etwas, das uns beiden gehört. Das zweite ist, dass man nicht glaubt, dass man irgendetwas zwingen kann. Ich kann in Halle in meinem Haus leben. Bitte, also ich zahle meinen Beitrag an festen Kosten ans Miteigentum, aber ich brauche es nicht. Es zwingt doch niemand, jemanden etwas zu brauchen. Ich stelle es aber zur Verfügung. Und das ist, aber das ist in schon den öffentlichen Raum. Ich stelle den öffentlichen Raum zur Verfügung. Und das ist ja das Essentielle. Gut, du musst die Bereitschaft schon haben, diesen Obolus zu zahlen. Ja, klar, muss ich zahlen, aber ich muss nicht unbedingt mich beteiligen. Wie gesagt, in den Hallen gab es Leute, oder? Ich meine auch Anatole hat sich sehr wenig beteiligt im Grunde genommen am Leben der Siedlung, oder? Der lebte dort in der Stadt irgendwo in einer Wohnung, auch an der Stadt saß natürlich den Obolus
an deine Bäume in Dalai und so weiter. Das heißt, wir glauben aber, und das kommt jetzt auf, was du sagst, dass mit der Zurverfügungstellung dieses, was allen zusammen ein Anliegen, ein Gebrauchsgegenstand sein müsste, es möglich ist, auf dieser Ebene, jetzt kann man jetzt etwas noch Schlimmeres sagen, ein friedfertigeres Zusammenleben zustande zu bringen. Man sieht ja in den deutschen Siedlungen, wohin diese Privatisierung führt. Die Leute sind völlig hysterisch. Sofort wird der Nachbar verklagt, wenn er irgendwo mal sich erlaubt hat, irgendwas über den Gartenzaun zu schmeißen oder weiß der Teufel was. Sofort wird reklamiert, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn das alles Gemeinschaftseigentum wäre, wenn man das, diese Spielregeln auch lernt, wie geht man miteinander um, wie diskutiert man sowas zusammen an dem Tisch aus und laufe nicht direkt zu meinem Anwalt, ist das eigentlich auch ein Stück Gesellschaftstraining. Und wir leben nun mal einfach alle miteinander zusammen. Wir sind nicht alle, jeder auf einem Planeten. Und dieses, wenn dieses Training in der Siedlung schon anfängt, dann glaube ich und glauben wir, dass das auch eine gesunde, gute Gesellschaft hervorbringen kann. Das ist natürlich, wir können ja nur einen ganz Miniaturbeitrag leisten dazu. Und es gibt Gott sei Dank immer noch ein paar Leute, die daran Interesse haben. Wir machen im Moment ein Nischenprodukt. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist immer noch da, dass das auch wieder mal ein Revival bekommt. Und wir glauben, dass das ein Teil der Aufgabe des Architekten ist. Und, absolut, ja. Oder, das ist wichtig zu sagen. Der Architekt ist nicht der, der einfach den Gegenstand macht, möglichst schön und nachher verzieht er sich. Ist auch noch interessant, die Siedlung Hahn zahlt, jeder Hausbesitzer, jeder Bewohner zahlt einen Beitrag von 20 Schweizer Franken im Monat für das Schwimmbad, über das ganze Jahr. Das ist nie irgendwie von jemandem kritisiert worden, der jetzt das Schwimmbad nicht nutzt, weil er eben nicht gerne schwimmen geht. Andererseits wird es nächsten Montag eine Versammlung geben, weil jetzt die Tiefgarage saniert werden muss. Und die ist aber verschrieben den Besitzern, die einen Einstellplatz haben. Das ist nicht jedes Haus. Jetzt kommt die Diskussion, ja, wieso können wir nicht alle gemeinsam die Sanierung finanzieren? Wieso müssen wir jetzt als Parkplatzbesitzer das machen? Der hat ja auch sein Fahrrad in die Tiefgarage gestellt. Also solche Auseinandersetzungen gibt es natürlich auf jeden Fall auch. Aber es ist immer wieder interessant, dass es ja ein Rahmen ist, wo ein Zweck Sinn macht, wo ein Schwimmbad vorhanden ist, wo die Kinder sich vergnügen können, die Erwachsenen sich vergnügen können, dass auch die Nichtnutzer damit ihren Beitrag leisten. Und das ist ja schön, dass es diese Auseinandersetzung gibt. Ja, es wäre ja, wär ja traurig, wenn sich alle einig wären. Aber ja, es ist eben auch ein Stück Training, wie man so eine Aufgabe löst. Und am Ende werdet ihr irgendeine Lösung finden, mit der jeder glücklich ist. Und wer nicht glücklich ist, zieht vielleicht irgendwann dann auch noch mal an. Ja, so. Das ist genau das. Und ein letztes noch dazu. Das Büro hat jedes Mal, wenn eine Siedlung fertig war, sich auch daran beteiligt, das Reglement zu schreiben. Nicht einfach so, dass man die Häuser gebaut wird, sondern das Reglement wurde hier verfasst. Und hier, es gibt ein Siedlungsreglement, es gibt Besitzer und so weiter. Und das sind Dokumente, die wurden zusammen mit einem Notar ja, aufgestellt. Und man kauft das Haus inklusive dieses Reglement. Das heißt, man hat sich auch um dieses Reglement gekümmert. Was beinhaltet so ein Reglement? Sehr verschiedene Dinge. Wer ist verantwortlich für was, rein bezüglich ökonomischen Geschichten, was darf gemacht werden, was darf nicht gemacht werden, oder? Wie ist die Struktur aufgebaut, das heißt, was sind die Organe, oder? Wie werden die Organe gewählt, das ist alles schön, brav. Ich verstehe jetzt nicht, dass man nicht die Tür rot streichen darf. Nee, so. Es könnte drin stehen, es steht aber nicht drin. Oder? Es steht zum Beispiel in der Hallensiedlung, steht im Reglement, wenn ich mich gut erinnere, was der Hausbesitzer innerhalb des Hauses macht, das spielt keine Rolle. Wenn er aber das Äußere verändert, dann muss er es aufhängen, dort wo, wo der Laden ist, oder? Mit der ganzen Geschichte. Oder? Und dann darf jeder gegen das einsprechen. Also das heißt, es gibt sozusagen siedlungsinternes, genau, Bauverfahren. Dann steht noch darin, dass er das Haus zwar verändern darf, aber nicht so, dass er dann plötzlich mehr Einsicht zum Nachbarhaus hat. So, er darf nicht aufstocken. Das interessiert mich jetzt. Das ist natürlich zum ersten Mal interessant. Dieses Reglement, ja, kann das verändert werden? Wenn die alle zusammenkommen? Das kann verändert werden. Eigentlich
die eigene siedlungsinterne Verfassung. Ja, genau. Ne? So. Und eigentlich auch ein sehr demokratisch. Wir haben das vielleicht beschrieben, aber natürlich jeder Bewohner hat es mehr oder weniger abgesehen. Ne? Ja, ich es gibt auch ein innerhalb dieses Reglements des Siedlungsherrn, wenn man das als Beispiel nimmt, gibt es auch, wie man sich verhält im Miteigentum im Außenbereich. Okay. Über den Dorfplatz, die Gassen, der Waldumschwung, alles was mit dazu gehört. Was darf ich und was darf ich nicht? Und man hat in den letzten Jahren einfach gespürt, dass es einen Drang gibt, mehr in Besitz zu nehmen. Dann gab es Leute, die haben sich plötzlich einen Außensitzplatz beansprucht, der keiner war, weil dort einfach die Teppiche früher ausgeklopft wurden. Der hat einfach praktisch im Rasen drin, hat er noch ein paar Gartenplatten gefunden, hat die wieder richten lassen durch den Gärtner und das dann in Besitz genommen. Das hat einen Aufruhr gegeben, das darfst du nicht. Er sagte dann, ja, aber das wird ja seit Jahrzehnten nicht mehr gebraucht, ist doch schade. Und er hat gesagt, du darfst es brauchen, aber dein Tisch darf nicht ewig hier stehen. Es muss ein anderer kommen und seinen Tisch hier hinstellen dürfen. Oder es kann deinen Tisch brauchen. Ja, das hat er dann gesagt. Ja, es kann jeder zu mir an meinen Tisch kommen, das ist kein Problem. Und das hat man dann ausgehandelt, das hat auch dazu geführt, dass man wieder das Reglement über den Außenraum, über die Benutzung des Waldes neu aufgestellt hat und zwar auch neu mit einem Plan dokumentiert, damit es verständlich ist für alle Bewohner. Das hat man dann vorgestellt und dann darüber abgestimmt. So, das du merkst, es ist nicht einfach. Ist. Also jemand, der gesellschaftsmüde ist, ist das ein Albtraum. Entweder dass er, wenn er sagt, ja, 10 Stunden Arbeit, sich noch mit so Zeug zu befassen, das ist ganz klar.